Oh ja, wir sind schon in Bowsers letzter Welt. Hättest du gern. Chocolate Secret! Wir sind nur so eine Art Zuschauer, schon zum zweiten Mal, dürfen einen exklusiven Blick auf die letzte Welt werfen, obwohl die eigentlich nur die drittletzte Welt ist, aber ja, sie sieht gut aus. Bowser hat sich hier niedergelassen, sagen wir es so. So, die Chucks mit ihren Footbällen. Sagt man das so? American Football? Rugbybällen? Nee. Das sind auf jeden Fall keine Basketbälle, aber es sind verdammt viele gerade. Für mich eigentlich der Beweis, nicht nur, wenn die uns treffen, dass die, ja, American Tackle Football ist tödlich, selbst wenn sie nur still dastehen. Für mich der Beweis, Nintendo hat ja immer so diese japanischen Traditionen in Mario-Spielen eingebaut, mit einem Tanuki zum Beispiel, wo sie hinterher hat Miyamoto gesagt, die anderen Länder, warum haben die sich eigentlich nicht gefragt, was das soll? Das können doch nur Japaner verstehen, diese Tanuki-Legenden und so. Was ist mit dem Basketball da los? Football, Fußball, na, was auch immer. Eishockey-Puck. Das war ein Eishockey-Puck, habe ich doch genau gesehen. Und da haben sie sich bei Mario World gedacht, wir werden ein bisschen mehr international. Und, machen noch etwas, was den Amerikanern bestimmt gefällt, nämlich hier Rugby, Football, ich hab keine Ahnung. Fußball, mach doch Fußball einfach. Nee. American Tackle Football, Rugby, Dingens. Ja, Quidditch. So, du bist echt der Hammer, mein Bruder. Ja, war das alles? Für was waren jetzt diese Bereiche gut? Um dich zu sparen. Oh, okay, ich gehe ja schon. Es nimmt sonst ein ungutes Ende. Ich würde gerne da hoch. Oh Gott. Wenn der Football weg ist. Alles klar. Mario ist wieder groß. Na, also schon haben sie sich versucht anzupassen, aber das ist ja echt American und nicht European. European ist wirklich, Europa ist wirklich Fußballland. In Amerika sieht es anders aus. So. Da wird der Hintern wund, wenn es so weitergeht. Ey, die Hose, gleich ist er weggeprutzelt hier. Au, au, au. Mit nackten Hintern wird er hier lang cruisen, der Mario. Hier gibt's, ach, irgendwelche coolen Secrets? Nein? Was macht ihr denn da? Könnt ihr nicht abhauen? Oh ja. Beeilung. Nee, warte, das ist Wumpe. Ihr nervt dezent. So, hier. Hier geht die Party ab. Little bit Beeilung, sonst versinkst du in Lava. Mit der Plattform. Ach ja, ihr zwei beiden. Ich will euch nicht weiter stören. Ich gehe dann einfach, okay? Ich gehe einfach. Hat man ja selten eingebaut. Wo waren die denn nochmal dabei? Mario 3D World, oder? Oder war das New Super Mario Bros. U? Mario 3D World. Da, natürlich Mario 3D World. Sorry, don't worry. It's good to be the Kartoffelpuree. Haben sie die wieder eingebaut. Die Chucks. Besser als hier einen Chuck Norris reinzupacken. So. Dann orientieren wir uns mal wieder, wo wir stecken. Denn die Röhre kürzt eigentlich nur das hier ab. Direkt zum Schloss von Wendy. Die fleißige Pferde-Zeitschrift-Leserin. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Und das hatten wir von hier, von diesem ominösen Secret Exit und diesem ominösen Secret Exit, das Schloss, die Burg haben wir schon gemacht und jetzt erstmal zur Chocolate Island 4. Das ist eine Höhle. Denn wir wollen in Höhlen grühlen mit diesem besonderen, wow, der abgelaufene Kakao hat uns gekillt. Ja, diese besonderen Plattformen, die irgendwie ein bisschen krumm in der Luft schweben. Aber ja, wir wollen ja nicht diskriminierend sein, ein Herz für behinderte Plattformen. Da. Hier geht nichts ab. Okay, hier werden wir die Yoshi-Coins auf jeden Fall einkollekten, weil die sind verstreut. Oh, die sind ein bisschen hier zur Challenge gemacht worden und deswegen wollen wir hier überall hin, wo auch die Yoshi-Coins sind. Ist ja kein Problem, dass die Plattformen so schief sind, weil wir können uns trotzdem dran. Wir stehen trotzdem sicher auf festem Boden hier. So, du gehst uns. Das ist ein bisschen mythig. Ich war da hier irgendwo. Ach ja. Ja gut, wenn man den blauen Schalterplatz gefunden hat, dann ist es hier kein Problem. Wenn doch... wir gehen dann zurück, als hätten wir keinen blauen Schalterplatz gefunden, okay?
Ich tue so, als hätte ich es schwer. Oh, fail. Ich hätte gefailt. Oh Gott. Nee, ich bin unkonzentriert. Wenn die Plattform dann doch da ist, dann spiele ich einfach anders, als es ist. Hier drin ist ein P-Switch. Ich guck mal, was es alles gibt. Da ist eine Röhre. Ob das da hinten rausgebracht hat. Oder war da noch einer drin? Ich glaube nicht. Oh, hier ist der Ausgang, glaube ich. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Erstmal holen wir uns den P-Switch ran. Oh, es geht noch nicht mal, ne? Warte. Ja, ich weiß, dass ich da so hin kann, aber ich wollte das so. Alles klar. Immer ein bisschen Spaß haben. Nicht nur durchrasen. Genießt das Spiel. So, pass auf. Yoshi-Coin. Hui, Freude. Und dann weiter zur Röhre. Yay, Röhre. Ach, wie war das nochmal? Ach, weißt du was, los geht's. Ach so! Hm. Ah, je nachdem, da wo es stoppt. Guck, da gab's ganz viele Leben, du. Ich komme natürlich aufs Unterste. Na ja, klar. Ich kann doch nicht hochspringen. Naja, schade Marmelade, ihr habt ja gesehen, was für Extras es gegeben hätte, wenn man ein bisschen später abspringt. Was? Die Zeit stresst. Ich stress doch mal nicht so. Also ein Time Limit will ich hier nicht verrecken. Und werde ich auch nicht. Bin aber zu blöd, um mir da was zu holen an dem, an der Stange als alter Stangentänzer Mario. Ja. Mit dem Peace-Zeichen verabschieden wir uns aus dem Level. Eins haben wir noch vor dem Schloss, nämlich Chocolate Island 5. Was war das nochmal? Ach, der Tlumbatsch. Pass auf. Wir haben jetzt ganz viel Spaß mit P-Switches. Ihr könnt auch den P-Switch hier betätigen einfach. Aber da werdet ihr nicht so glücklich, wenn ihr so ein bisschen mitdenkt und nachdenkt. Wird euch das nicht gefallen. Dann fallt ihr nämlich in den Abgrund. Bitte. Ah, ich bin so bescheuert. Das habe ich schon so oft gemacht. Obwohl du richtig hast. Nicht richtig springen. Yay, zwei extra Leben. Und ich bin wieder auf der vollen 99, du. Once more, once again. Was habe ich übersprungen? Was ist denn da los? Warum habe ich denn hier die halbe Welt übersprungen? Ah, da fallen Bomben vom Himmel. Und Galumbas. Hier ist übrigens, ne, hier ist das Ende von dem Bereich. I want to show you the entire level. Best of I can, of course. But no, my English is not the best of all. Very good, aber that's not a problem. I hope. Let's go. Uiuiui, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. War ein bisschen schocken. Auf Bossen. Chuck! Dass die auch so widerstandsfähig sind. Tja, ein guter Helm. Ja, die applaudieren mir. Danke, danke. Ich habe euch jetzt in Münzen verwandelt. Also der Level war ja für die Katz. Also da war ja gar nichts. Das war ja kein Level, das war ja seine Zustände. Ja, ich ärgere mich ein bisschen. Weil wir wahrscheinlich sowas super Episches in diesem Part haben werden. Ich bin ja immer dafür, super Episches am Anfang eines Parts zu haben. Weil ich ja weiß, dass die Leute nach einer Zeit wegschalten. Aber... deswegen am Anfang immer die besten Sachen bringen. Aber es geht wohl nicht zu vermeiden, dass wir eines der interessantesten Level, ein einzigartiges Level in diesem Spiel, in diesem Part am Ende haben werden. Nämlich das Level nach diesem Schloss. Oha, jetzt wird's tricky. Ey, der hier ist aber auch nicht einfach, du. Gibt leichtere Level in dem Game. Aber ist voll in Ordnung. Machen wir mit. Map, map. Map, map. Kleine, dezente. Ja. You know. So, warte. Ach ja. Jetzt kommen wir zu den feurigen Kollegen. Die aber ein bisschen mehr so aussehen. Die sehen nicht feurig aus, sondern wie so eine Wunderkerze an Silvester. Die Kinder immer bekommen. Ich will ein Feuerwerk machen. Da ist eine Wunderkerze. So war das zumindest bei mir immer.
So, oh, das war ein bisschen gewagt. Hätte doch gar nicht sein müssen, Junge. Aber das hier muss... Ah, falsches Timing, ne? Ja, ja, ja. Da muss natürlich auch der Block hier mitspielen. Nicht nur der untere, sondern der obere. You know what I mean. Bams. Kein Problem. Wendy! Wendy, Wendy, Wendy. Wendy O. Cooper heißt sie ja. Wobei ich nicht genau weiß, für was das O steht. Ihr merkt schon, dass diese Bosskämpfe sich wiederholen von den Cooperlingen. Aber halt immer eine schwierigere Variante. Das hier hat, glaube ich, Lemmy schon mal abgezogen. Oh, das war's. Warm Badetag. Die Ehre ist ganz mein. Schein und Sein. So soll es sein. Thank you. Der Wischmob. Mit dem Wischmob. Ja, sicher. Astreine Leistung. Wendy O. Cooper in Castle Nummer 6 hat ihren letzten Song gesungen. Mario muss nun die Herausforderung, die vor ihm steht, annehmen. Da ist ein versunkenes Schiff, das vor den Eingängen zu Bowsers Allee auf uns wartet. Puh, warte. Auch cool, dass immer ein Cheep-Cheep rauskommt, wenn ihr hier vorbeilauft. Nein, der Part ist noch nicht lang genug. Ich kann es nicht beenden, also viel Spaß mit dem versunkenen Geisterschiff. Denn was in diesem Level, in diesem Spiel fehlt... Ach, da kommt Yoshi mit, ne? Typisch. Sag mal, ich dachte, ich konnte da rein. Kann man das nur als kleiner Mario? Merkwürdig. Was in diesem Spiel fehlt, das sind die Luftschlösser. Und man erzählt es so, man sagt quasi, in Super Mario Bros. 3 hätte es nur ein Luftschloss gegeben. Natürlich waren es viele. Aber man soll es so interpretieren, es war nur eins und es wurde immer umgebaut quasi. Das ist dann abgestürzt in Super Mario Bros. 3. Das steht sogar in der Anleitung. Das hat man selten, dass in Mario-Spielen auf ältere Spiele verwiesen wird, aber da war es der Fall. Und dieses abgestürzte und versunkene Luftschiff ist nun zu einem Geisterschiff verkommen. Wir machen das jetzt mal anders. Ja, mit Yoshi. Das ist schwieriger. Warum habe ich denn überhaupt dabei? Was geht da eigentlich ab? Warum habe ich Yoshi dabei? Wo habe ich den denn her? So. Ja, mit dem zu schwimmen. Ist halt ein bisschen ungenauer, ne? Jetzt hier alles voller Buhus und das ist relativ episch. Es gab doch auch in den neueren Teilen ein versunkenes Schiff. Doch, in New Super Mario Bros. U. Müsste das gewesen sein. Ich denke auch in New Super Luigi U. Da gab es auch wieder versunkene Geisterschiffe. Ja, doch, irgendwie ist es episch, ja. Vor allem hier fällt man ins Nichts. Ich gehe erstmal allen Yoshi-Coins aus dem Weg, ja. Aber wir fallen schneller als die Gegner. Deswegen können wir die bashen. Und, wenn wir schlau sind, jetzt bin ich abgesprungen. Ich glaube, wir können noch Gas geben. Wo ist Yoshinski? Ja, da steht er! Ja! Ich habe Yoshinski im Stich gelassen. Ja, wie weit willst du noch fallen? Der Witz ist, hier unten ist nichts mehr. Beim ersten Mal habe ich auch gedacht, ja, aber dann bist du tot. Wir müssen nämlich diese Kugel an uns reißen. Das ist das Ziel in diesem Level. Sehr strange, wenn ihr mich fragt, oder? Ihr fragt mich zwar nicht. So, aufgepasst! Die Animation hat man selten. Eigentlich nicht mehr als einmal im Spiel. Welly off! Ja, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich finde den Part nämlich immer noch nicht lang genug. Guck mal, der ist eingesperrt. Ups. Ich mache mich nicht lustig, solange Chucks hier sind. Das ist eine Welt voller Monty Moles. Seid ihr doch, oder? Ich hab... Boah! Jungs! Was treibt ihr denn? Ich wollte ja Yoshi-Coins sammeln und deswegen machen wir das auch. Nicht mehr
ignorieren, aber... Denkst du? Ich habe die eigentlich nie gesammelt. Für mich war das hier immer eine Sackgasse. Fertig aus. Höchstens auf der GBA-Version wird es dann registriert, dass man die gesammelt hat. Auf dem Super Nintendo ist es wurscht. Das heißen eigentlich Drachenmünzen, ne? Das sei auch nochmal dazu gesagt. Die Drachenmünzen, Alter. Oh, 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 oh. Ja, machen wir den Weg frei. Schneeräumungsdienst, Chuck. Ihr nervt aber, so widerstandsfähige Gegner überall. Die kann man gar nicht bashen, außer mit einem Stern. Hiermit? Nein, auch nicht, ne? Doch, kann man, kann man. Aber wer will das schon? Oben ist der Checkpoint. Ich weiß ja genau, wo es lang geht und wie der Hase läuft. Hm. Aber ich wollte euch halt mal die anderen Wege zeigen. Dann halt nicht. Mach doch! Jetzt kann ich nicht da hoch. Es soll ein Labyrinth darstellen. Schnappen wir uns mal den Mond. Ah! Ich wollte schon sagen, einfach hochfliegen, aber... Das hat sich ja jetzt auch auf dramatische Art und Weise erledigt. Boah, was ist... Es muss mit Fliegen gehen, anders geht's ja nicht. Da vorne ist zwar ein Zwischendings, aber das geht auch nicht. Tja, dann kein Mond. Bringt halt, wie gesagt, 3 extra Leben. Und hier ist auch nicht viel. Auch mal schön, sich nach all den Jahren die Level mal wieder in Ruhe und schön anzuschauen. Ach, Mann. Ihr seid so verdorbene kleine Programmierer. Aber jetzt habe ich mir hier immerhin was geschaffen. Was willst du denn? Mann, ihr nervt aber. Und tschüss, Mann. Geh baden. Alter, Alter. Was macht ihr denn mit mir? Ich weiß, was wir jetzt machen. Und zwar das Bonusspiel. Ich will mal wieder die 8 Leben haben. Was haben wir denn? Ein Stern. Kriegen wir hin. Ah! Zucker! Zucker! Gib her das Zeug und halt die Backen. Peace. Okay. Daumen hoch oder Daumen runter. Die Let's Plays werden immer bunter. Bis dann und ciao.